Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von all unseren Lieblingsprojekten, die Simulator. So, unbekannt, ja super, ich weiß gar nicht, wo der huckt. Aber wir haben doch jetzt unsere neue Helferin gerettet aus dem Gefängnis. 100! Die verlangt doch Geld. Mitarbeiterin will irgendwo jetzt da sein. Ja, wo? Bin ich nämlich mal gespannt, wie wir mit der verfahren können. Ah, guck mal, da kommt sie doch. Da kommt sie gerannt. Ganz ehrlich, ich kann mich an unsere Zusammenarbeit gewöhnen. Hi! So, Aufgabe. Dietrich-Modus? Nee. Schwere Gegenstände? Markiere alle Bewohner. Verfolgung abbrechen. Entferne Polizeisterne. Zwei Aktionspunkte? Nee. Ah, du kannst sie mal alle markieren, bitte. Machst du das? Die kann einfach... Wow. Ich muss das Dietrich machen? Im Bett. Ist nur einer, okay. Oh, du machst doch mal die Tür auf. Super, währenddessen ich da am Dietrich rummach. Du bist meine, ehrlich. So, jetzt. Ich habe nur ein paar Aktionspunkte. Wie setzen die sich immer? Oh. Kommst du? Na gut, dass der um 4 Uhr nachts schläft. Man muss ja eigentlich nochmal machen, Aktentasche, ne? Oh nein! Er bewegt sich. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, das merkt er doch. Alter! Also jetzt übertreibt wohl nicht mit Brecheise. Hol dein Brecheis! Ich liebe dieses Spiel. Oh ne, jetzt muss ich nochmal hier fahren. Ach komm. Mitarbeiterin, ich bin enttäuscht. Sie kann zwar eigentlich nichts dazu, aber ist mir egal. Ich würde gerne über Tag. Weil wenn der nämlich weg muss, um 5 Uhr morgens, vermute ich einfach mal, dass er eine Arbeit hat. Muss es nicht, aber ich vermute es. Deswegen machen wir mal um 7. Und jetzt rechnet. So, habe ich keine Lust. Wir machen nochmal 6. Ah ne, jetzt wartet er jetzt noch Montag, ne? Das ist jetzt blöd. Naja. Oh, jetzt fängt schon wieder an zu rechnen. Ach komm. Ihr wollt mich doch alle ärgern. So. Ich hasse es, solche Dämmerungen irgendwie. Weil es einfach. Man sieht nicht richtig viel. So, Mitarbeiterin! Wo bist du? Komm jetzt mal her. Du kommst jetzt bei mir. Du kommst jetzt jedes Mal mit. Jedes Mal? Ja! Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Well, hello. Hallo, du? Was kann ich denn da? Schwere Gegenstände eben. Guck jetzt mal, ob er jetzt wieder da ist.
Ja, auf! Okay, ich sollte auch, finde ich, sagen. Küche! Nee. Kann ich nicht. Komm, Mitarbeiterin, wir warten noch mal kurz ein paar Stunden. Wir warten mal bis 12. Wenn ich mal mit dir aus dem Haus sei. Bist du noch da? Gut. Kannst du mich gleich nochmal gucken, wo er jetzt huckt? Oder sehe ich es? Nee. Komm. Guck nochmal bitte. Bis er einfach alle Türen öffnen können, kann, ne? Immer noch in die Küche? Okay, dann. Aha. Gut, dann. Ich mein, wird er ja weg sein von der Küche. 15 Uhr. Ich glaube, die ist weg. Habe auch gar keine Aktionspunkte mehr. Sehe ich den Afterword? Nee. Das Haus ist schon ganz schön. Auf dem Klo hockt da. Das geht ja noch. Wo bist du was? Ich nenne nicht. Ich nenne die Mitarbeiter, ich nenne die Eva. Geschäftspartner. So, kommst du? Ich würde eigentlich mal interessieren, wie die heißt. Ich mir leider entriegeln. Oh ne, der läuft hier durch die Gegend. Wenn er jetzt ra. Ich glaube, wir machen doch nachts, wenn der schläft. Aber um 4 Uhr morgens steht er wieder, 5 Uhr morgens steht er wieder auf. Oh, Jesus. Wir brauchen auf jeden Fall unsere Partnerin. Wir machen jetzt mal 22 Uhr oder 21 Uhr. Und dann holen wir sie. Dann guckt sie, wo der wieder hockt. Um 22 Uhr könnte er im Bett sein schon. 21. Wäre ich wahrscheinlich nicht. Aber ich meine, da kann ich nicht die ganze. Hallo! Ich habe keinen Blaumann, der wieder zurückkommt. Er hat einen Garten. So, wir brauchen diese blöde Aktentasche.
Wie schnell kam der? Wie schnell kam der wieder nach Hause? Was macht denn der Typ? Oh! How is he? Ob die mich jetzt bekommen? Wenn nicht, habe ich zwar Glück, aber dann weiß ich immer noch, wo der Typ ist. Ich weiß nur, dass er scheinbar zu Hause ist. Wenn nicht, muss ich mal gucken, ob man Hinweise kaufen kann. Dass ich wenigstens einen Anhaltepunkt habe. Aber vorhin. Ich höre ihn. Jo. Geht er jetzt schlafen oder was macht er jetzt? Ich habe nicht höher gehört. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt hier hochkommt. Okay, wir haben sie. Boah, hast du mich gerade erschreckt! Habe ich sie dazu geschlossen? Ach scheiße, jetzt habe ich sie eingesperrt, ne? Ich glaube nicht, dass der jetzt in den Garten geht. Du, mach mal bitte. Man kann aufs Dach? Oh, das wäre auch cool, wenn ich da durch kann. So. Oder guck mal besser, wo der mit Mutter gerade ist. Oh, kann die eigentlich erwischt werden? Ich wusste bis gerade eben nicht mal, dass die da ist, also. Ich würde mich gern raus. Okay, der schläft jetzt eine ganz gewisse Zeit. Ah, du hast sie. Schließen. Oh, Jesus. So, und jetzt ganz schnell nach Hause. Kommt sie mit? Ah, oh, guten Tag. Das ist doch ganz geil aus. Wupp.
Jetzt bei Black Bay verkaufen das Ding. Guckt sie hier ruhig irgendwo? Ich glaube nicht. So. Black Bay. Wertsachen wahrscheinlich. Sonstiges? Ja. I think your chances of survival just went up by at least 20%. I mean, after ripping off a known criminal organization, there's not much hope for a normal life. But you might be the exception. For now, I want you to practice your skills by doing missions. Who knows what happens next? We gotta wait for their move, but not passively. Von Hail Nightburst, 7 Missionen. Oh, wir akzeptieren einfach mal alles. Und wir haben alles akzeptiert. So, Leute. Ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.